Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Gohan's in 3, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir Folgendes gemacht, wir sind zurück nach Tonfan zurückgekehrt und dort haben wir Tianzhu und Royko abgeliefert und haben einige Belohnungen abgestaubt. Erstens die von Minjo, der Mutter, nämlich einen Ring, und dann haben wir noch von Kaiser Ukan etwas erfahren und das rote Juwel bekommen. Das war die rote Kugel. Einmal kurz nachgeguckt, wer hat sie? Ich hab sie. Hier ist die rote Kugel. Und ja, ich behalte sie einfach mal. Die zusammen mit der blauen Kugel und einer anderen Kugel sind die drei Juwelen, die uns helfen werden, zum Auge des Apollo zu gelangen. Und da können wir dann weitermachen. So, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir suchen hier jetzt im Süden von Tonfan einen Jupiter-Djinn. Und zwar in der tiefen Finsternis. Und die Vermeidung ist verschwunden. Ich lasse die Vermeidung jetzt auch weg. Denn dann haben wir die größere Chancen, glaube ich, auf den Jupiter-Djinn zu treffen. Hier in der Nähe wird übrigens noch ein Teil der Fensterrüstung auf uns warten. Ein weiterer Grund, hier aufzutauchen und ja, weiter zu gucken und so weiter. Und ja, Freunde, während dieser Part kommt, ist ja schon vor 4 Stunden ungefähr, wenn alles klappt, Part 100 von Dragon Quest 9 gekommen. Der Part ist somit beendet. Und toll, Amite ist tot. Ja, Dragon Quest 9 ist damit beendet tatsächlich. Und Gohan sind 3 wird jetzt, ja, für eine Weile ohne Dragon Quest 9 laufen. Ach, das ist so schade. Nicht schon wieder. Ach, ich wollte gerade sagen, wirklich. Mach's fertig, verdammt nochmal, das geht ja immer noch. So, Tyrell, du hast doch einen Djinn, der... Ja, genau das. Du hast doch einen Djinn, der... So, die Frage ist, ob du rankommst. Nee, natürlich nicht. Na, mach ich das anders. Ich belebe Amite gleich im nächsten Kampf wieder. So, ich guck mal kurz, hier ist ein kleiner Fluss und da seht ihr eine Höhle. Und da glitzert noch was. Ach, ich komme von hier gar nicht ran. Das ist natürlich auch geil. Glitzerschädel 1 und 2, geil. Ich komme da gar nicht ran. Verdammte Scheiße, das wusste ich gar nicht. So, lieber Freund. Amiti. 43 Schadenspunkte. 32. Und, was machst du jetzt? Wirklich nicht. Das wäre ein Fluch gewesen, glaube ich. So, belebe ich Amiti jetzt endlich mal wieder. Gut. Hä? Hat nicht funktioniert? Ich dachte, es hat 100%ige Chance. Oh Mann. So, komm, das muss jetzt aber funktionieren. Ich dachte, das steht da so, dass das immer funktioniert. Ist ja irgendwie doof. Wirkt immer noch nicht, Kumpel. Die macht ganz schön Schaden. So, jetzt aber bitte. Komm schon. Ja, komplett wieder da. Sehr gut. Recht euch. Macht sie fertig. Irgendwie. Tötet sie. Das wird meinen ganzen Plan durcheinander. Flut. Okay. Mann, ich dachte, man könnte jetzt von hier dahin kommen. Ist ja irgendwie doof jetzt. So, komm. Und Fluch wirkt nicht. Ist gut so. Verschwinden die eine Runde. So, einer ist weg. Voller Sturm. Der lebt noch. Ja, da weiß man noch nicht, wann Schluss ist. Und ich sehe schon im Hintergrund, also ihr könnt gerade sehr schlecht sehen, die Qualität ist nicht so gut, weil der Hintergrund von diesem Kampfgeschehen so dunkel ist. Leider. Das ist so ein kleines bisschen das Problem. Da gibt es tatsächlich keinen weiteren. Obwohl, können wir hier außenrum? Alter. Von hier erscheint gar nichts. Wo ist denn der Jupiter-Djinn hin? Oh, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr auf Angriffe, mich einfach so immer nur so physische Angriffe einsetzen. Ohne Synergie bringt nichts. Gerade bei Chiara, Himi und Amiti. Die sieht man sehr stark. So. Du kannst übrigens auch mal wieder Synergie einsetzen. Eruption. Was kannst du noch so? Ach, mach wieder Flut. Chiara muss wieder geheilt werden. Ja, macht Schaden. Wildwucher. Okay, sehr gut. Einer ist weg. Wieder Fluch. Wirkt nicht auf Chiara. Und töte ihn. Sehr gut. Schlafwurm gefunden. Kann man jetzt außen rum? Ach doch. Gut. Ich dachte schon. Da oben ist übrigens hier der endlose Wall. Man muss hier sogar rum. Ich verstehe es. Aha. Man muss hier rum. Anders geht es hier gar nicht. Haha. Himi, bitte suche. So, Freunde, in den Kommentaren wurde mir geschrieben, dass man hier dann den Jupiter-Djinn finden kann. Und laut meiner Liste
Stimmt das auch, ja. Oder? Ich guck mal kurz. Hier ist es ja. Wie ist das schön? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Weltkarte. Südlich der auf größte Insel der Karte. Die der Kette. Hä? Warte mal. Was? Hä? Ah nee, das. Ah nee, nee, nee. Das ist gar kein Jupiter-Gin. Das ist ein. Ah, das ist ein. Ah, ich sehe schon. Ein Merkur-Gin ist das. Ich habe mich geirrt, Freund. Das ist gar kein Jupiter-Gin. Ich bin ja auch ein Depp. Ist mir gleich aufgefallen. Wir suchen Schaum. Weltkarte südlich von Tonfan. Ich verstehe, ich verstehe. Verlassene Insel Ruinen. Dann machen wir halt was anderes. Okay, Merkur-Gin halt, das ist auch gut. Fehlt uns auch. Adepten müssen stets Kontrolle über ihre Emotionen ausüben. Disziplin ist ihr oberstes Gebot. Das soll jetzt auch bestimmt nicht heißen, oder dass wir jetzt Geduld ausüben müssen bei irgendwas. Och Mann, oh. So, was müssen wir hier machen? Verschiebe müssen wir einsetzen. Dann kann ich auch in die Truhe ran. So ein bisschen so weit weg wie möglich. Hab ja sonst nichts zu tun. So, ran da. Ein Fläschchen. Gut. Was ist noch zu tun? Wie, ich kann da so rüber. Ich muss noch an die Truhe muss ich noch ran. Ganz rechts weiß ich nicht, was ich da machen muss. Ich mache gerade meinen Rücken so krumm, weil der Tisch hier so weit weg ist. Oh, eine Rüstung. Ashura-Rüstung. Items. Was haben wir jetzt? Ja, kannst du gar nicht anlegen. Zungenring, macht Sinn. Oh, du bräuchtest mal ein bisschen besseres hier. Okay. Was hast du sonst noch so? Okay, hast du? Ist auch in Ordnung. Ein Trisieber. Hat das sonst noch jemand? Ich glaube nicht. Kristallstaub. Ja. So, hab ich. Fieselklaue hat doch bestimmt noch. Ah, du hast das. Schlafbombe. Hast du zwei, aber ich zwei, meine ich. Elixier habe ich wahrscheinlich. Hab ich nie wirklich. Fläschchen. Hast du. Harte Nuss. Okay. Müssen wir zu kleinen Bildschirm. Ist auch ein bisschen doof jetzt so. Aha, so geht's. Ah, da war noch eine Truhe. Ich habe sie gerade gesehen. Randa. So. Okay, kommt überall nach hoch. Und Geld, was ist es? 321 Goldmünzen, warum nicht? Haben schon lange kein Geld mehr erhalten, ne? Dann wieder ganz nach links. Und von da aus können wir dann weiter. So, okay. Nicht vergessen, da wieder Verschieber einsetzen. So. Ist ja nicht so schwer, das Rätsel hier. Falls man das Rätsel nennen kann, darf, dürfte. Wie auch immer. So. Ich kann da so nicht drüber, ne? Nee, ich muss einmal. Toll. Jetzt muss ich wirklich Geduld ausüben und einmal ganz rum da. Natürlich auch nötig. So. Okay, und einmal darüber. So. Bin ich schon da? Sehr ganz gut. Oh, ja, so gut wie. Ah, ich verstehe schon. Ein weiterer Raum des Dessens. Löscht das Feuer meines Zorns. Und hier trocknet die Tränen meiner Trauer. Auch so ein kleiner Eselsohr. Eselsohr. Zungenbrecher heißt das verdammt nochmal. Ich komme auf Eselsbrücke irgendwie gerade. Na egal. Trocknet die Tränen meiner Trauer. Vertreibt den Nebel meiner Sehnsucht. Vertreibt meine nicht vorhandene Geduld des Wutes. So, was muss ich machen? Ich muss da drin noch was machen. Das ist noch ein Schieberding. Das ist ein Sinn. Ich kann da Schelle einsetzen. Macht das Sinn irgendwie? Ich muss genau gucken, was ich jetzt machen kann, alles. Nee, Schelle macht das Wetter normalerweise. Hier bin ich. So. So. Puff. Dann passiert Folgendes und nach rechts. Da passiert was anderes. Feuer. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So, hier haben wir Feuer und das ist nun mal das. Das war das hier, ne? Wundere ich mich. Nee, trau den drin. Nee, das war in der Mitte. Aha. Hier haben wir jetzt. Löscht das Feuer meines Zorns. Okay, das Feuer des Zorns werden wir jetzt sofort löschen. So, erstmal Vermeidung eigentlich einsetzen. Nee, hier erscheinen gar keine Monster, kann das sein. Zumindest ist mir bis jetzt noch keins aufgefallen. So.
Nein, nicht mich, sondern Miti. Regenschauer fixieren. Los geht's. Einmal bitte löschen. Dann einmal nochmal rüber. Dann haben wir das schon mal erledigt. Komm ich da ran? Jo. Gelöscht. Das wäre Nummer 1, meine Lieben. Die Augen gehen runter. So. Dann gehen wir mal einen weiter. Also das ist, was das mit dem Gym betrifft, das werde ich noch herausfinden irgendwie. Sveta, bitte einmal Schelle. Zack, einen weiter. Bildschirm ist in Ordnung, der verschiebt sich immer so gerne. So, das sieht mir sehr blau aus. Oh, da kommen die Tränen, da kommt das Wasser. Okay. Das war, trocknet die Tränen meiner Trauer. Ja, das war unser, ich nichts Falsches sagen. Zungenbrecher. Thermik. Nee, Tappen. Ja, was Feuerball oder was Dürre? Das war Dürre, ne? Der weiß ja doch, Tyrell. Hier war die Dürre. Ah. Ich bin mittlerweile total verwirrt. Ich komme gar nicht ran. Und ich weiß auch warum. Nämlich komme ich darüber so? Okay. Dann mache ich das anders. Hüpf. Hier kann man hoch. Aber da kann ich noch nicht lang, ne? Kann ich von hier aus Verschieber einsetzen eigentlich? Komme ich da ran? Tatsächlich. So. Das wäre nochmal nötig jetzt. Und dich. Ah, ich verstehe schon. Hier schiebe ich auch nochmal. Und zwar einen nach links, wenn das geht. Nee, es geht einer nach rechts. Okay, dann eben dann. Das ist auch in Ordnung. Komme ich da so ran. So, wo habe ich jetzt die Thermik, die Dürre gelassen? Das ist nicht die Thermik, das ist die Dürre, verdammt. Bildschirm war schon wieder schief. Sieht man heute öfters. Hat es auch schon gleich wieder vorbei. Ach du Scheiße. So. Wäre auch geklärt. Das wäre getrocknet. Jetzt komme ich nicht mehr. Doch, ich komme zurück. Ich wollte gerade sagen. Next one. Und das wäre auch das last one. Ein weiter bitte. So. Lila. Und das löst einen Nebel aus. Da kommt er schon. Und lass mich mal raten, wie ich den wegkriege. Ich muss allerdings nach oben irgendwie. Soll heißen, wenn man kurz wartet, muss ich mal kurz das vereisen. Hier hast du nicht. Den kalten Griff hat am, hier, Krieger heißt er. Kalter Griff. Dankeschön. Deswegen habe ich vorher Verschieber eingesetzt, damit ich da ran kann. Zack, zack. Wirbelwind. Und tschüss, mein kleiner Nebel. Schwinde. Und funktioniert. Sehr gut. Dann können wir weiter. So, und ich darf mich da wieder auflösen. Jetzt kommt auch der Feuerball endlich. Den ich schon so lange gewartet habe. Zerstöre ihn. Bam. So, das wäre geklärt, Freunde. Eigentlich weiter geht's und dann sind wir auch schon am Ende. So, ja. Da ist die Truhe. Und was ist da drin, Freunde? Da ist sie. Der vierte Teil. Finsterkutte. Der vierte Teil der Finsterrüstung. Ein Teil fehlt nur noch, Freunde. Finsterkutte werden wir gleich mal sofort anlegen. Dann, hier, hast du eine? Geben. Kann nur Sveta tragen. Und zwar fürs Ninja-Band macht auch noch mehr Sinn. Bitteschön. So, Freunde. Teil Nummer 4 wäre angesagt. Einer fehlt noch. Da müssen wir wieder mit dem Schiff reisen. Das weiß ich zufällig. Ich kann mich noch so grob an die Karte erinnern. So. Ich habe schon wieder. Das ist jetzt schon wieder eine Stunde, die ich wieder aufnehme. Ich habe Pokémon Pearl noch aufgenommen. Das ging eine halbe Stunde lang. Immer eine halbe Stunde lang. Dragonfest, den letzten Part. Ach, da war ich so gerührt. Und ja, jetzt auch noch diesen, ist schon wieder eine Stunde. So, wir sind jetzt hier. Und wenn wir jetzt weiter gen Süden gehen, also das ist eine Insel, da mit dem Schiff lang, sind wir dann da und holen uns dann den fünften Teil. Ich möchte gerne sofort hier mal den Jupiter-Gin hier finden. Und ihr seht, wir haben Vermeidung noch an. Deswegen kommt ihr so wenig. Flüsterschilde 1 und 2 und auch du Scheiße. Ach, Freunde, kann man da fliehen? Ich möchte gerne fliehen. Geht das? Hat funktioniert. Das wollte ich mal ausprobieren, so dass es auch funktioniert. Denn wir haben keine Zeit mehr, Freunde. Der Part ist jetzt beendet. Ich möchte auch keinen weiteren Cut mehr machen. Das war's für den Part für heute und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.